Damit hätten die in aller Freundschaft Fans wohl nicht gerechnet. Nach ihrer Hochzeit steht bei Dr. Roland Heilmann und Dr. Katrin Globisch süßer Nachwuchs ins Haus. Nachdem Dr. Roland Heilmann und Dr. Katrin Globisch bei In aller Freundschaft vor den Traualtar traten, sah es nach den Flitterwochen erst einmal weniger rosig aus. Die beiden mussten anfangs etwas in ihr neues Leben als Eheleute hineinfinden. Dennoch gibt es jetzt scheinbar süße Neuigkeiten für das Sachsenklinik-Traumpaar. Die Familie des Ärzte-Duos vergrößert sich. In aller Freundschaft, Rolands Sohn Jakob Heilmann wird Vater. Seriencomeback für Jakob Heilmann, der Sohn von Dr. Roland Heilmann kehrt in Folge 1028 mit einem Anliegen in die Sachsenklinik zurück. Die Vorschau verrät, dass er für ein Projekt, das er in seinem Restaurant verwirklichen will, seinen Vater um ein Darlehen bittet. Und das, obwohl dies bei seiner Frau Samira auf wenig Anklang stößt. Was Roland und Katrin zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen: Samira ist bereits in der 9. Woche schwanger. Das erfahren die werdenden Großeltern jedoch auf eine unschöne Art und Weise. Im Streitgespräch am Telefon mit Jakob wird die werdende Mutter von einem Lieferwagen angefahren und wird in die Sachsenklinik eingeliefert. Ist das Baby dadurch in Gefahr? Die Verletzungen von Samira scheinen schlimmer als anfangs gedacht. Nicht nur erlitt sie Schürfwunden, auch ihr linker Arm ist gebrochen und sie klagt, dass sie ihre Hand nicht mehr fühle. Haben diese Verletzungen Auswirkungen auf ihre Schwangerschaft? Zuschauer werden es am 10. Oktober um 21 Uhr im Ersten erfahren. Bleibt zu hoffen, dass Roland und Katrins Enkel und seine Mutter alles gut überstehen werden.